Der Wok ist mittlerweile fester Bestandteil in vielen Küchen. Und das zu Recht. Schließlich ist er unglaublich vielfältig. In ihm kann man kochen, braten, schmoren, dämpfen oder frittieren. Ein echtes Multitalent eben. Anhand unseres Rezeptes Nudelwok mit Garnelen zeigen wir Ihnen, worauf Sie beim Kochen mit dem Wok achten sollten. Damit beim Zubereiten beide Hände frei sind, sollten alle Zutaten vorab geschnitten und auch die Gewürze bereitgestellt werden. So kann man alles zügig nach und nach in den heißen Wok geben. Ob der Wok heiß genug ist, zeigt ein einfacher Test. Ein paar Spritzer Wasser in die Pfanne geben. Ist die Temperatur hoch genug, bilden sich Tropfen. Geben Sie nun ein wenig Öl in die Pfanne. Geeignet sind geschmacksneutrale Öle und Fette, die hoch erhitzt werden können. Soja- oder Erdnussöl eignen sich hervorragend. Dann kann es richtig losgehen. Braten Sie die Garnelen von allen Seiten scharf an und löschen Sie sie mit Zitronensaft ab. In der Regel kommen die Zutaten, die am längsten garen müssen, als erstes in den Wok und können später auf dem etwas kühleren Rand nachgaren. Dann kommen die Cashewkerne und das Gemüse hinzu. Wir haben uns für Paprika, Pilze und Frühlingszwiebeln entschieden. Damit alle Zutaten abwechselnd mit dem heißen Wokboden und dem warmen Wokrand in Berührung kommen, sollte das Pfannenrühren oder Wirbeln, eine für den Wok typische Zubereitungsart, schnell gehen. Jetzt wird es Zeit für unsere Woksoße. Geben Sie 6 Esslöffel hinzu. Zu guter Letzt kommen die Mienudeln hinzu. Diese haben wir zuvor 4 bis 5 Minuten bissfest gekocht. Nun werden sie untergemischt und miterwärmt. Sofort servieren. Wir wünschen guten Appetit.